Hallo Welt! 23.55 Uhr, willkommen zu meinem Mitternachtsstream. Holzhacken um Mitternacht. Jetzt ist es hier in Real genauso gruselig dunkel draußen wie. ups. Wie im Spiel. Singleplayer. Continue. Spannend, ob sich ein Zuschauer findet um die Uhrzeit. So. Guck mal, ob ich an der richtigen Stelle gespeichert habe, ja? Ja, das hier ist auf. Das hier ist ein idealer Spawn, diese Treppe, weil, wie ich vorhin festgestellt habe, hier in dem Flugzeug spawnt Essen. Da muss man fast nicht mehr jagen gehen. Und, hey. Und hier draußen, hier spawnt Schildkrötenwasser. Da muss man nie wieder trinken holen gehen. Also für Essen und Trinken ist vorerst gesorgt. Im Notfall hängt da noch ein bisschen getrocknetes Fleisch. Und da kann ich mich jetzt endlich um was Sinnvolles kümmern. Nämlich um ein größeres Lager. Dazu werde ich viel Holz hacken. Aber bevor ich das tue, baue ich endlich Pfeil und Bogen, nachdem ich noch ein weiteres Holzlager gebaut habe. Holz, Storage, weil ich brauche richtig viel Holz, weil ich will ein gigantisches Lager errichten. Moment, da lang. Na, echt jetzt, das Flugzeug stört? Das ist ein Witz. Das muss ich um den Witz handeln, schlecht. Ah, jetzt. Na? Und eh. Jo, ein paar Sticks müsste ich noch haben. 16 Sticks. Wenn ich das Ding gebaut habe, gehe ich noch kurz speichern, dann baue ich Pfeil und Bogen. Wenn ich das gemacht habe, bin ich in der Lage, Rehe zu jagen. Wenn ich Rehe jage, kriege ich Rehfell. Mit Rehfell kann ich mir wiederum. Oh, da hoppelt Fleisch rum. Stehen bleiben. Danke. Nettes Eichhorn. So, Sticks. Jetzt wird es langsam dunkel. Ich werde bestimmt gleich wieder Viecher angreifen. Aber das macht nichts, denn mein Lager ist ja jetzt vollständig. Und da mein Lager vollständig. Ach ja, natürlich. Da steht immer wieder die Grafik um. Und deswegen sehe ich immer nichts. Da steht immer wieder die Grafik auf Original. Warum? Das ist viel heller auf Modern. Guckt euch das an. Vierer habe ich. Zähne kann ich transportieren. Ich brauche dringend ein großes Inventar. Aber ich weiß nicht, ob ich meinen Schlitten auch für Sticks verwenden kann. Hallo? Ich treffe das Ding nicht. Jetzt aber. Ich wünschte, ich hätte irgendwann mal die Gelegenheit auf Knochen oder so. Aber ich glaube, dazu muss ich Eingeborene umbringen. Glaube ich zumindest. Oh, ich habe schon Zähne. Okay. Also ich komme über die Steine jedes Mal da rein. Ich hoffe, das schaffen die Eingeborenen nicht. Ich hoffe, die sind so blöd. Und die Steinmauer hält die ab. Weil die Eingeborenen können nicht springen. Bei den Mutanten bin ich mir nicht restlos sicher. So. Kann ich überhaupt hören? Test, Test. Ja, Mikro schlecht aus.
Du, 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 du. Da glänzen sie in der weiten Ferne. Ein Röhl läuft da hinten. Ein Röhl. Und wenn es stehen bleiben würde, wäre ich früh. Oh, hier glänzt auch eines, ne? Bestimmt Sticks aus der Vergangenheit, die ich nicht einsammeln konnte. Oh, liegen hier viele Sticks rum. Wie laufe ich gleich nochmal hin? Ach, das ist die Duckentaste. Und wir drücken Ö. Fertig! Gut. Jetzt mein Eichhorn aufhängen. Mein neues Eichhorn. Das habe ich hier. Mit C, ne? Nimm C nicht. Für andere Seite machen. Echt jetzt? Sieht nur von einer Seite? C. Hinhänger mit C. Ich hab's doch in der Hand, oder? Ach stimmt ja, Eichhorn war zu klein. Eichhorn konnte man nicht hinhängen. Eichhorn konnte man nur im Feuer braten. Na gut, damit es nicht verdirbt. Mache ich Eichhorn ins Feuer. Müsste jetzt da drin liegen. Ich sehe es zwar nicht. Ah, da liegt's. Da liegt mein Eichhorn. Und brät. Direkt in der Flamme. Ich würde so nie Fleisch braten in Real, aber ich weiß nicht, ob man sich einen Grill bauen kann in dem Spiel, aber wenn man das könnte, wäre es mega. Und wenn es nicht geht, dann passt denn die Entwickler das vielleicht noch, weil sie sind ja nicht dumm. Die entwickeln das Spiel ja nach wie vor stetig weiter. Mit E, ne? Zack, gegessen. Und jetzt trinken wir noch ein bisschen was. Beim Schildkrötenpanzer. Geht E. So, jetzt will ich speichern und dann bastel ich mir Pfeil und Bogen. Das nehme ich mir jetzt schon seit 3 Tagen vor. C, ne? Ja, speichern. Hallo, Dabel P09. Dich kenne ich doch. Du wolltest doch gestern schon wiederkommen, dachte ich. Aber wenigstens bist du heute denn da. Das freut mich. Was gibt's für Schönes zu berichten? Dieser Baum wächst ja immer danach. Das macht mich wuschig. Du wolltest doch all deine Freunde anrufen und sagen, dass es mich gibt. Ich kann mich noch erinnern. Ich hatte doch dieses Gespräch mit dir. Zack. So. Pfeil und Bogen basteln wollte ich. Genau. Gucke ich mein schlaues Buch. Oh. Da sind sie wieder, die Eingeborenen. Aber diesmal durften sie nicht hereinkommen. Ich gehe mich mal am Flugzeug verstecken, damit sie nicht unnötig meine Wände angreifen. Ja, hier musst du erstmal reinkommen, du dummer Eingeborener. Haha. So, wenn ich mich hier verstecke, müsste der Eingeborene sich ganz von alleine wieder verziehen. Wir haben keinen Twitch. Und das ist auch schade. Das ist eine Unverschämtheit. Wie kann ein Mensch nur keinen Twitch haben? Es gibt ja heutzutage, das kann man ja sogar mit dem Handy sich angucken, weißt du? Ich weiß nicht, ob die Leute das machen, aber das geht auch mit Handy, ne? Irgendwie. Ich selber weiß nicht, wie es geht, aber ich weiß, dass man sich Twitch. Das muss man nicht unbedingt auf dem PC machen. Man braucht nicht mal einen PC. Mir geht's sehr gut. Naja gut, so gut auch nicht. Ich habe mich mit Süßigkeiten überfressen. Aber abgesehen davon, dass ich mich mit Süßigkeiten überfressen habe und mir leicht über ist, geht's mir gut. Ich hatte gestern einen Lachflash. Ich habe gestern 2-3 Minuten lang Tränen gelacht. Weil UFO-Mann einen Witz gemacht hat. Kannst du dir auf meinem YouTube-Kanal nochmal nachträglich angucken, das Video. Einfach auf den blauen Button unten klicken, wo YouTube steht. Da kannst du dir das Video von gestern nochmal angucken. Das war sehr, 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 sehr lustig. Natürlich nur, wenn du Lust hast, versteht sich. So. So. Da haben wir noch eine Cola. Oh, ich habe schon zu viel Cola. Das ist sehr gut. Dann trinke ich mal eine. Ah, lecker Cola.
Also, sich hier ein Fluchtzeug einzurichten, war sehr klug. Es spawnt nämlich Cola, Riegel und Essen. Also Lager, um Fluchtzeug zu bauen, war sehr, sehr klug. Die Eingeborenen müssten mittlerweile weg sein. Ja, durch die Steinmauer gehen sie nicht. Meine Holzmauer haben sie noch nicht angegriffen. Wie lange ich heute streame? Ach, du siehst mich gerade auf dem Handy. Na, dann weißt du ja, wie es geht. Dann kannst du das ja allen Leuten, die auch ein Handy haben, erklären. Wie lange ich heute streame? Mindestens 2 Stunden? Vielleicht sogar 4. 2 bis 4 Stunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will nachher noch eine Kleinigkeit essen. Und wenn viele Zuschauer da sind, dann mache ich nur ein kurzes Päuschen. Und wenn wenig Zuschauer sind, dann höre ich vielleicht auf für heute und esse in Ruhe. Ich weiß es noch nicht. Ich werde eine kleine Mahlzeit in 2 Stunden zu mir nehmen. Also 2 bis 4 Stunden streame ich heute. Und morgen streame ich wieder am Nachmittag. Am späten Nachmittag streame ich morgen auch wieder. Und am Samstag kommt meine neue Grafikkarte. Und dann sieht das Spiel dann auch gut aus. Ab spätestens Sonntag, wenn es dazwischen kommt. Weil im Moment ist die Grafik ja unterirdisch. Aber am Samstag kommt meine neue Grafikkarte, zumindest laut Lieferant. Okay, B wie Buch. Da brauche ich jetzt Weapons. Weapons gibt es nicht. Es gibt keine Waffen. Da muss ich sie alle so durchblättern. Dazu muss ich mal kurz meine Grafikeinstellung verändern, damit ich was sehe. Ich sehe. Nein, ich soll nicht aufhören. Ist ja alles gut. Ich habe ja noch gar nicht entschieden. Das entscheide ich in 2 Stunden, je nachdem, wie viel hier los ist oder wie wenig hier los ist. Manchmal habe ich ja 10 Mann hier, dann komme ich nicht mehr aus dem Reden, da höre ich ja nicht auf. Aber wenn 0 Mann sind, dann kann ich auch in Ruhe essen. Dann brauche ich nicht während des Streams zu essen. Aber wenn hier viele Leute sind, dann esse ich während des Streams und mache nur 5 Minuten Pause einlegen. Das entscheide ich dann relativ spontan. Options. Eine Grafikeinstellung höher. Hä? Ich habe den Knopf doch gedrückt. Eine Grafikeinstellung höher. Ja. Perfekt. Jetzt sehe ich die Schrift viel klarer. Jetzt sehe ich das Buch viel klarer. Die ganze Welt sieht geil aus mit der Auflösung, mit der hohen Auflösung. Guck dir mal die geile Grafik an, aber leider ruckt es dann. Das heißt, das kann meine Grafikkarte nicht berechnen. Das macht meine Grafikkarte nicht mit, das ruckt. So, B. Aber das Buch sieht schön aus. Schön, schön, schön überbelichtet fast. Ich brauche Waffen, 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 Pfeil und Bogen, bitte. Lol. Moment mal kurz. Hoch. Was habe ich jetzt gedrückt? Da wollte ich hin. Morgen bin ich nicht da, bin bei meinem besten Freund. Ja, das ist nicht schlimm. Das macht gar nichts. Es ist ja schön, dass du einen besten Freund hast. Das ist was sehr Schönes. So, das wollte ich. Naja, das wollte ich wieder runterdrehen. Genau. Wie ich in dem Buch besser was sehe. Es regnet. Moment, da gehe ich ins Flugzeug rein, da wäre ich nicht nass. Und draußen. Leute, es regnet durchs Dach. Es regnet durchs Flugzeugdach. Ach du Kacke. Es regnet durchs Flugzeugdach. Naja, bin ich wenigstens halbtrocken hier drin. Okay, was wollte ich? B. Pfeil und Bogen suchen. Jetzt müsste ich das Buch glasklar sehen, ja. Pfeil und Bogen, Leute. Wenn sich einer mit dem Spiel auskennt, kann er mir gleich sagen, auf welcher Seite. Wenn nicht, muss ich alles durchblättern. Denn im Menü steht. Durchblättern. Denn im Menü steht nichts von Waffen. Ich hätte da jetzt bei Weapon gedacht, aber bei Weapon steht nichts. Moment. Forniture. Arrow Basket. Ach, das ist nur ein Korb für Pfeile. Ich will auch Pfeile basteln. Das ist diese Haut.
Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ein explosives Feuerfalle, nee. Eine Hasenfalle, nee. Ich suche Pfeil und Bogen. Huch, ist das verschmiert. Set up defenses. Defenses. Ich glaube, das ist eine Form von Abwehr. Ich bin mir auch nicht restlos sicher. Moment, ich muss mal was verrucken bei mir. Stört nämlich was. So. Ich soll die verschwundenen Flugzeugpassagiere finden, steht hier auf meiner To-Do-List. Ich dachte, die hätte ich schon gefunden. Da waren nämlich jede Menge in dem einen Dorf. Na gut, weiter blättern. Muss doch irgendwo stehen, wie man Pfeil und Bogen macht. Hallo? Bei Crafting oder irgendwie? Genau, bei Crafting, natürlich. Moment. Steht hier das Wort Crafting? Fallen? Traps? Da war ich schon. Moment. Muss es bei Boot sein? Nee, hier muss was mit Crafting sein. Das ist es auch nicht. Ich will unbedingt wissen, wo das im Menü ist. Nature Guide. Crafting ist hier bei dem Zahnrad. Aber wo ist Crafting hier? To-Do-List ist hier. Ah, verstehe. Bei Informationen muss ich. Ach, hier ist das Zahnrad. Leute. Crafting Guide. Do it yourself. Crafting Guide. Da findet man die Waffen. Das muss man dumm doch mal erzählen, ne? Also, damit ich mir das wirklich merke, wo das hier im Menü ist. Dann suchen wir mal Pfeil und Bogen, ne? Ein simpler Bogen. Was braucht man dafür? Ist dick. Das ist einfach. Stick mit Klamotte und Seil. Rope. Clove and Rope steht da, glaube ich. Ist alles sehr, sehr klein. A stick mit Clove and Rope. Das kriege ich hin, die drei Sachen. Moment. Und der Pfeil ist a stick mit Federn. Und da wird es schon problematisch. Ich hoffe, das Buch sagt mir, wie ich an Federn komme. Bestimmt nur durch Vögel. Bestimmt nur durch Vögel. Also erstmal Stick, Klamotten, Seil. Müsste ich alles haben. Hallo, R, habe ich doch gedrückt. R. R. Klamotte? Nee, jetzt ist es nur und a rope. Jawohl, crafted bow. Combine. Ha, ich hab'n Bogen! Ich hab'n Bogen, mein erster Bogen. Ich bin schon seit 3 Tagen am Bogen. Das ist so schön. Ich hab'n Bogen, Leute. Ich hab'n Bogen. Zack. Da ist mein Bogen. Yeah! So. Und Pfeil war Stick mit Federn. Stick mit Federn. Wie viele Pfeile kann ich eigentlich transportieren? Stick mit Federn. Info? Federn? Seht ihr irgendwo Federn? Federn, Federn? Ah, ich habe Harz. Ich weiß zwar nicht, woher ich es habe, aber ich weiß, dass ich damit meinen Zaun reparieren kann. Hier sind diese ganzen Computerteile. Ach, hier ist ja mein Rehfell. Daraus wollte ich ja noch eine Tasche binden. Rope. Waterskin. Zurück. Reicht das noch nicht? Es reicht noch nicht. Wassertasche. Ich habe Seil und ich habe Rehfell. Wenn ich eine Wassertasche habe, kann ich nämlich den Topf für Harz verwenden.
Was brauche ich denn noch? Leute, sagt mir mal, was ich noch brauche. Rehfell und ein Seil habe ich. Oh, Moment. Moment, Moment, nochmal da zurück. Also Federn liegen hier nirgends, wa? Sieht einer von euch Federn? Ein Turtelpanzer habe ich noch. Also Federn sehe ich hier nirgends rumliegen. Was ist das? Aloe Vera. Hier ist meine Medizin, die kann ich jederzeit nehmen. Da kann ich noch eine basteln. Hopf, zack. Marigold und Aloe Vera hebt immer Medizin. Wo sind die jetzt hin? Ach, da steht zweimal, okay. Aber Federn sind ja nicht, oder? Finde vermisste Passagiere. Oh, das sind viele. Einen habe ich gefunden. Einen von 43. Einen von 43 vermissten Passagieren habe ich gefunden. Okay. Was wollte ich jetzt noch schnell basteln? Ba-ba-bam. Ah ja, Rehfell, genau. Buck. Also Federn gehe ich gleich an den Strand, hole ich Federn. Tasche. Genau, Waterskin. Zwei Rehhäute mit einem Seil. Und ich habe offensichtlich nur eine Rehhaut gehabt. Das ist ärgerlich. Wo Seile rumliegen, weiß ich glaube ich noch. Die liegen tonnenweise am Strand. Bei The Forest habe ich nur Ahnung. Weißt du, wenn du einen auf klug machen willst, dann musst du schnell googeln gehen, dir die Informationen holen, die ich brauche, und dann so tun, als hättest du Ahnung. Das zieht immer gut. Das machen nämlich andere. Aber es ist nicht schlimm, wenn du keine Ahnung hast. Aber es gibt ja so Leute, die googeln dann für einen. Also ein Seil und zwei Fälle. Also suche ich A noch ein Rehfell. Das wird aber schwer. Und Bones. Ich wünschte, ich wüsste, wo man Bones herkriegt. Da könnte ich nämlich meinen Speer verstärken. Zwei Klamotten brauche ich dafür auch noch. Natürlich, als Band. Deshalb hat UFO gesagt, nimm um Himmels Willen die Klamotten mit aus dem Dorf, weil Klamotten sind wichtig. Also gehe ich jetzt A, ein Reh jagen und B, ein Vogel jagen. Und wenn ich dann endlich meine Pfeile habe, dann baue ich ein gigantisches Fort. Was wollte ich jetzt? Diese scheiß Dinger aus der Hand nehmen. Mein Speer. Also, dann gehe ich jetzt mal auf Reise. Ups, es ruckt, es ruckt, es ruckt. Es ruckt wie blöde. Da muss ich meine Grafik ändern. Und da eine Grafikstufe nach links. So. Sieht unglaublich bescheiden aus. Dann gehe ich jetzt noch schnell was essen und was trinken und dann mache ich mich auf die weite Reise. E. Dann mache ich mich auf die weite Reise. Auf die Vogeljagd. Und da gehe ich zu einem Strand, wo ich auch schon Wasserdinger hingebaut habe. Kann mal speichern. Das kann nie schaden. Speichern mit Slot 1. So, los geht's. Hier steht noch mein Holzschlitten, den haben die Kannibalen zum Glück noch nicht kaputt gemacht. Das ist wunderbar. Dann gehe ich jetzt Vögel jagen. Hier erstmal an Strand 1. Und wenn ich dort keine Vögel finde. Moment, ein paar Sticks kann ich noch brauchen. Sticks sind immer gut. Sticks kann man nie noch haben. Und dann hacke ich Holz wie blöde. Mein Titel, den ich heute in Dings geschrieben habe, heißt ja nicht umsonst. Holz hacken um Mitternacht. Jetzt gehe ich auf Vogeljagd. So.
Ich spiele das alte Holzhacker-Game, Holzhacker-Game. Liegt das Gammelfleisch hier noch rum vom letzten Mal? Ey, da würde ich mich so schmeißen, wenn das Fleisch hier noch rumliegt. Hier gab es, glaube ich, Seile, ne? Beim Boot gab es Seile. Ja, Seile. Seil! Ich hab ein Seil! Huhu! So. Das Fleisch vom letzten Mal liegt nicht mehr hier. Das ist jetzt endgültig weggespawnt. Aber mein Feuer ist kurioserweise noch da. Ja, das kann da bleiben. Man weiß nie, wann man hier ein Feuer braucht. Was liegt hier? Ein Stock? Kann man den nehmen? Nö, nee, ist nur Ziergrafik. Mann, sieht das Wasser cool aus. Ah, Fische. Man kann ja auch Fische jagen. Moment. Und nun? Anscheinend keiner erwischt. Sie ist zu tief, verdammt. Das erinnert mich immer ständig an den Film Verschollen. Habt ihr den Film gesehen? Verschollen? Wenn man so Fische im Wasser jagt, versucht zumindest. So, ich suche jetzt nach Möwen und anderen Vögelchen. Vögel zu jagen ist aber äußerst schwer an dem Spiel. Aber das macht nichts. Ich kann ja jederzeit schnell zu meiner Basis rennen und was essen. Ich bin gut versorgt. Das hier brauche ich nicht mehr. Das kann ich abreißen. So, mein erstes Lager. Es scheint schon schwer, sein eigenes Lager zu zerstören. Hey, nicht wegrollen! Hey, das Holz hätte ich noch gebraucht. Ah, jetzt ist das Holz weg. Naja, egal. Möwe, 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 Möwe. Nicht bewegen, Möwe. Nicht bewegen. Ich tu dir gar nichts. Nicht bewegen, Möwe. Nicht bewegen. Ich bin ganz lieb. Ganz, alles gut. Alles wird gut, Möwe. Alles wird gut. Alles wird gut. Möwe, Möwe, Möwe. Du hast Federn. Alles wird gut. Alles wird gut, Möwe. Du blöde Seemöwe! Jetzt geh endlich kaputt! Haha, ich hab Federn! Halt! Nicht wegrennen! Nicht ins Wasser fallen! Federn! Ich hab zwei Federn! Und Möwenfleisch! Das ist Weltklasse! Zwei Federn und Möwenfleisch! Dann sofort E drücken! Na, 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 du! Das mal, na, 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 bleib stehen! Du hast den Film auch gesehen, okay. Dabel, fandst du den gut, den Film? Ich fand den Film Weltklasse. Wie fandest du den Film? Bleib stehen! Man erinnert sich doch glatt an den Film, wenn man den Strand hier so sieht, oder? Ich hier Stock und hier Fische fangen, tschick. Erinnert mich total an diesen Film, den müsste ich mal wieder gucken. Nicht wegrennen! Möwe, bleib stehen. Ha! Federn, Federn. Federn, Federn, Federn. Sind die Federn jetzt schon wieder weggespawnt? Was hat er in dem Film nochmal gesagt? Oh, ich habe Feuer gemacht. Er hat ja eine Ewigkeit gebraucht, um das Feuer anzukriechen in dem Film. Kannst du dich erinnern? Das sieht in dem Spiel deutlich leichter, weil ich ein Feuerzeug dabei habe. Aber man stelle sich mal vor, der Spieler wäre ohne Feuerzeug. Das hätten sie noch einbauen können. Das hätten die dringend einbauen können, dass man Feuer mit Stöckchen macht. Ich glaube, ich schicke an die Entwickler meine Mail. Die sollen mal einbauen, dass man Feuer mit Stöckchen
Reiben machen kann. Nicht da noch eine Feder? Nee, ist nur ein dober Möwenkopf. Möwe, 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 wo bist du? Das sind ja die Möwen, da denke ich immer an Findet Nemo. Ich habe voll die Filme im Kopf. Geht so, aber hast recht. Also du fandest den Film geht so. Womit hatte ich recht? Mit dem Feeling, oder was? Dass man das jetzt hier wie im Film ist. Bleib stehen. Ha! Federn. Federn, Federn, Federn. Bleib stehen, du scheiß Feder. Ha, ich hab drei Federn, ich weiß es ja nicht. Alter, hab ich viele Federn. Ja, nein, 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 nein. Liebe Möwe, brave Möwe, bleib stehen, du scheiß Möwe. Nein, 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 nein. Möwenfleisch. Mit dem Feeling. Hm? Verstehe. Ah, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich brauch doch nur deine Federn. Moment, ich baue schon mal ein bisschen was zusammen. Ich weiß ja nicht, wie viele Federn ich tragen kann. Siehst du die Federn hier irgendwo? Wo sind die Federn? Das sind Zähne. Lol, was soll ich denn mit Zähnen? Und woher habe ich die? Ah, hier sind Federn. Guck, Federn. Eine Feder. Und ist dick. Und Hühne. Guck nochmal, das Buch in der Schlaue. Fünf Federn. Für einen Pfeil. Das soll wohl ein Witz sein. Echt jetzt? Oh ne, das sind mehrere Pfeile. Fünf Pfeile? Das hat sich gelohnt. Nochmal Pfeile. Halt, bleib stehen. Oh, oh, oh. Da fliegen Federn rum. Nö? Ne? Davor erlebt noch. Ich habe trotzdem Federn gekriegt. Ja, mega. Ha, Federn. Nicht wegrennen. Federn. Federn stehen bleiben. Wo die Federn sich immer nur hinmachen. Das Möwenfleisch. Bleib stehen! Bah! Bleib stehen! Leute, wer gerade das zuschaltet, ich jag Möwen. Weil ich Federn für Pfeile brauche. Bleib stehen! Du Ass! Moment, hier liegt noch Fleisch. Bleib stehen! Bleib doch stehen, du doofe Möwe. Fünf Pfeile hätte ich gern noch, damit ich Rehe jagen kann. Damit ich mir eine Trinkflasche machen kann. Bleib stehen! Das ist ein geiles Spiel, das kann ich jedem empfehlen. Bleib stehen, du scheiß Möwe. Ja, ja, lande, lande, lande. Du brauchst dringend ausruhen dich. Nein, nein, nein. Kann ich das Fleisch nicht mehr aufheben? Hab schon zu viel mit mir, wa? Ist natürlich ärgerlich, dass ich das Fleisch nicht nutzen kann, aber... Ich kann das trotzdem nutzen. Und zwar, indem ich mir direkt hier ein Feuer mache. Bleib stehen! La la la! Ich jage Möwen! Der Möwenjäger ist wieder unterwegs. Bleib stehen! Bleib stehen! Na 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 na! Erwisch ich sie! Erwisch ich sie! Jawohl, wie geil ist das denn? Federn, nicht wegrennen, Federn. Nur die Feder ist da oben. Was macht denn die da oben? Alter, die Feder ist weg. Kann ich nicht verwerten, wa? Dann werde ich mal schnell ein kleines Feuerchen machen. Dann muss ich FI. Quatsch. Dann muss ich auf B. Feuer. Zack, Feuer. Zack, anzünden. Dann kann ich gleich mal ein bisschen Möwenfleisch machen. Quatsch. Damit es nicht verkommt.
Dann drücken wir I. Drücken wir C. Dann brate ich jetzt mein Fleisch. So, jetzt habe ich mich verbrannt. Aha! Ja, zünde dich aus, Mann! Jetzt liegt ja, glaube ich, noch das Fleisch irgendwo rum. Aber es müsste mittlerweile durch sein. E wie essen? E wie essen. Satt! Einwandfrei. Gleich am Strand satt geworden. Zack, dann nehmen wir das Möwenfleisch. Halt, Möwe! Böse Möwe! Das Fleisch wird wahrscheinlich eh vergammeln. Weil das hält sich ja in meinem Inventar nicht. Das muss man ja immer auf dem Feuer machen. Auch noch Fleisch rum. Na, wo ist die Möwe? Oh, schreibst du ein schönes? Gar nichts. Ups, hab mich geirrt. Das habe ich ja schon gelesen. Das hatte ich ja heute schon mal gelesen. Los, einmal Federn noch, dann höre ich erst mal auf mit Taubenjagd. Taube, 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 bleib stehen. Taube, 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 bleib stehen, du Scheiße! Nein, 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 nein. Sitzen musst du bleiben. Du machst da was falsch, Taube. Oh, gleich nochmal, was wir draufpacken. Na, wo ist er hin? Alter, ich schlag mir am Strand den Wanst voll mit Taubenfleisch. Da geht mir nie die Nahrung aus. Aber jetzt sind die Tauben alle weg. Was machen wir nu? Ja, nur habe ich einen Zappen. Kann man schon essen? Ja. Zack, gegessen. Pappensatt ist mein Typ. Also hören tue ich da, Tauben. Bin immer noch da. Nicht denken, dass ich weg wäre. Nö, nö. Solange da noch ein Zuschauer steht, gehe ich mal davon aus, dass du noch da bist. Alles gut. Ich finde es halt auch immer schön, wenn sich Leute verabschieden, wenn sie gehen, damit ich nicht vor der Wand rede. Das finde ich immer ganz nett, wenn sich Leute richtig verabschieden. Taube? Taube, bleib mal, lande mal, Taube. Taube, Taube, Taube. Hä, ist die jetzt im Fußboden drinne? Die Taube ist verschwunden. Moment mal, man kann doch in dem Spiel Steine werfen, ne? Da müsste man doch auch auf Tauben werfen können. Wenn die Taube landet, werfe ich mal Steine auf die. Los, Taube, lande mal. Du kannst doch ja nicht mehr fliegen, du bist doch... Wo ist denn jetzt mein Zielkreis hin? Taube, lande mal im Dunkeln. Mein Zielkreis sehe ich an der Sonne nicht so schlecht. Jetzt bleib doch mal stehen. Die Taube will ich... Jetzt landet sie. Ja, bleib mal in meinem Zielkreis. Und Feuer. Das hat mal überhaupt nicht geklappt. Damit kann man die Tauben höchstens aufscheuchen. Also Stein auf Taube funktioniert nicht. Oder ich bin zu dämlich zum Zielen. Was liegt denn hier? Ach, Steine. Ja, davon habe ich auch noch. Man kann nur 5 Steine transportieren. Das finde ich richtig doof gemacht. Taube, Taube, Taube. Komm, eine Taube noch. Noch ein paar Federn. Dann gebe ich Ruhe. Noch eine Taube, los. Zack. Noch ein einziger. Na, fast. Wo ist er hin? Leute, genau in die Möwe gestochen und trotzdem nicht. Das sind Clipping-Fehler ohne Ende. Die könnten das ruhig mal ein bisschen entbacken. Das muss viel leichter werden mit der Taubenjagd.
Doch man darf sich ja nicht über das Spiel beschweren, das sich noch in der Entwicklung befindet. Das ist ja noch nicht mal eine Alpha, kann man es nicht nennen, aber die nennen das, glaube ich, schon Alpha. Aber da muss noch so viel grob in die Richtung der Taube, zack, und schon muss die erwischt sein. Wenn sie sich nicht bewegt, zumindest. Es kann nicht sein, dass ich durch Tauben hindurchstechen kann. Es sind Möwen und keine Tauben. Ja, das hat mir den Tag schon jemand gesagt. Aber ich finde das trotzdem witzig. Fall um! Bleib stehen! Nicht bewegen. Fall um! Ah! Es ging vorhin so leicht, jetzt sieht es wieder schwer. Das ist komisch. Ich hab dich erwischt. Ich werde doch wohl noch so eine scheiß Taube erwischen. Na, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Der Speer könnte auch etwas länger sein, muss ich sagen. Na! Federn, Federn, Federn. Federn? Habe ich eine Feder erwischt? Ach ja. Wie viel habe ich denn? Sechse. Pfeile 10. Geht. Ein paar Federn hole ich mir noch. Mit 10 Pfeilen bin ich erstmal sehr zufrieden. Was wäre gelacht, wenn ich noch mindestens eine Möwe kriege, ne? Das nennt man übrigens Meerestauben. Hat Uwe mal an dem Tag gesagt. Meerestauben. Bleib mal stehen, du Meerestaube. Eine hartnäckige Taube ist das. Jetzt fliege ich die wieder zurück. Aber wenn man 5 Federn, 5 Pfeile kriegt, ist das fair. Wenn man jetzt 5 Federn pro Pfeil braucht hätte, dauert ja ewig. Fliegt noch eine andere Vogelart. Sieht zu groß aus. Oh, gleich 3 von euch. Leute! Ich habe euch 30-fach erwischt. Moment. Hier fliegen Federn. Ich habe immer eine Feder erwischt. Ha, wie geil! Ja, Tatsache, ich habe 2 Federn. Haha! Also ich habe nur eine, jetzt sind es 2. Tatsächlich, ich habe die tatsächlich eine Feder gekriegt. Na, na, na. Ich krieg ja schon einen Stich in die Augen. Weil das so schattig ist. Wo ist er hin? Täubchen, Täubchen, butt, 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 butt. Der Stream ist gerade bei mir abgestürzt. Bin aber wieder da. Macht nichts, hast nichts verpasst. Ich ärgere mich immer noch über Tauben. Und ich habe meine Feder gekriegt von einer anderen Vogelart, die sieht so bräunlich aus. Hier. Gibt es noch eine braune Vogelart? Aber jetzt wird es langsam dunkel und ich sehe die nicht mehr so gut. Das macht es natürlich schwieriger. Aber ich kann ja heller stellen. Zack. Das Spiel hat ja viele Grafikoptionen. Und jetzt, wo es heller ist, habe ich auch wieder Chancen, die Vögel im Dunkeln zu jagen. Und meine Nahrung und mein Trinken sieht alles noch gut aus. Na, 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 na! Gibt's doch nicht! Jetzt erwischt die! Hä? Ja, wohin? Ja. Ja.
Das gibt's nicht. Genau erwischt. Wo ist denn die jetzt hin? Schildkröte! Danke! Schildkrötenfleisch kann man nämlich aufhängen. Also es lohnt sich eine Weile am Wasser zu warten. Da gibt's einiges. Das ist praktisch, dass diese Wasserstelle A nie von Mutanten belagert wird. Nie. Ich habe hier noch nicht einen Mutanten gesehen. Und B, dass es hier Möwen und Schildkröten gibt. Das ist Weltklasse. Damit der Panzer nicht sinnlos verbraucht wird, packe ich hier gleich mal so Dinge hin. Aber ich weiß nicht, ob ich noch genug Sticks habe. Ja, hab noch genug. Da baue ich mir immer gleich so Wasserstellen. Und noch ein Panzer. So. Zu wenig. Verdammt. Noch zwei Sticks. Macht auch nichts. Die Panzer, die bleiben nämlich so lange, bis ich speichere. Stabile Schildkröte. Okay. Letzter Versuch. Fliegt doch nicht so hoch. Mein Speer reicht nicht so weit. Die Braunen kennst du noch nicht. Weiß nicht, was es ist. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht Spatzen? Ja, sehr schön. Komm, ich muss mich beeilen. Mein Schildkrötenfleisch hält nicht ewig. Ich muss das nach Hause bringen. Moment. Ich gerade glaube ich fast einen Fehler gelesen. Naja. Ich kann mich zufrieden geben mit der Ausbeute. Schade, dass hier unten keine Sticks wachsen. Ich komme mir definitiv mal wieder zur Möwenjagd. Jetzt hole ich auch erstmal Sticks, beziehungsweise ich hänge mein Essen auf. Oh, meine Ausdauer geht zur Neige. Dann nehme ich mal eine Runde schlafen in dem Spiel. C, Z wie schlafen. Jetzt haben wir das Tag, jetzt sehen wir was. E wie essen. Frisches Fleisch, das hängen wir hin. Mit C. Jetzt habe ich mich verdrückt. Da hängt es. Ja, aber wieso hängt da nur zweimal? Müsste doch jetzt dreimal hängen. Das kann ich leider nur am Feuer machen. Sehr ärgerlich. Ziehe ich nochmal kurz zurück zum Stand. Tatsächlich Dreier. Muss noch mal einen Fehler erwischt haben zwischendurch.
Kann sein, dass ich bald einschlaf, aber ich bin 2 Stunden noch locker da. Ist nicht schlimm, wenn du einschläfst, alles gut. Vielleicht bin ich in 2 Stunden nicht mal mehr da, aber das weiß ich noch nicht. Es wird spontan entschieden. So, da habe ich hier unten immer was zu trinken. Ist schon eine Seile gespawnt? Ne. Was? Wenn ich noch 2 Federn bekäme, nur 2, dann hätte ich noch 2 im Vorrat. Ah! Böser Vogel, böser Vogel. Bist ein ganz böser, böser Vogel. Na? Ne? Ne? Ich meine, ich könnte ja mit Pfeilen abschießen, aber das wäre nicht so zielführend. Die muss ich doch erwischen. Wow! Beide erwischt, ey! Das ist ja Oberwow! Das reicht mir, ich müsste 5 Federn haben. 6 sogar. 6 Federn. Das heißt, ich kann 5 Pfeile nachbauen. Dann werde ich jetzt noch ein Reh jagen. Und wenn ich das Reh gejagt habe, och, jetzt hat er einfach einen Pfeil verschossen. Kann man die wieder aufheben? Nee, verschossener Pfeil ist ein verschossener Pfeil. Oh, da ist ein brauner Vogel. Und man hat kein Fadenkreuz in dem Spiel. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, wo ist jetzt ein Reh zu finden? Mitten jetzt kommt auch mal ein Jahr kein Reh. Die Rehe wissen, dass ich jetzt 2 und Bogen habe. Da ist ein Reh. Jetzt rennt's weg. Das war knapp drüber, wa? LOL! Ich hat's Reh angeeckt. Es hat's nur angestupst. Das war ja jetzt ein Witz. Die Pfeile sollen das Reh eigentlich umbringen. Brauchen wir was zu trinken. Hat ja hier wieder geregnet. Das
Zack, einwandfrei. Essen und Trinken mangelt es mir tatsächlich aktuell überhaupt nicht. Dafür habe ich gesorgt. Das war ja nicht mal so schwer. Nee, 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 Reh. Hoppelt das Reh darum. Eichhorn. Nö, ich brauche ein Reh, das sich nicht bewegt. Jetzt bewegt sich's. Verdammt. Wenn ich die Maus jetzt loslasse, ist doch ein Ei verschossen. Ach ja. Diese Rehe. Ich hab's, ich fass es ja nicht, ich hab ein Reh erlegt. Mein zweites insgesamt. Das erste habe ich ja damals erwischt, mit Außersehen quasi, mit dem Speer. Alter, gibt's viel Fleisch bei als Reh. Wegessen? Reh, viel Fleisch. Reh ist mega. Ich weiß aber auch nicht, wie viel man da hinhängen kann. Ich werde es gleich erfahren, wa? Alter, hängt jetzt hier viel. Wie viel hängt denn da? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da muss das andere vorhin weggebackt sein. Man kann nur das Dunkle essen, das Helle nicht. Wie viele Pfeile habe ich noch? Ich habe noch 6 Pfeile. So, jetzt habe ich Reh. 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 Wasserflasche! Mach mal voll! Drink! Combine. Remove. Drink. Steht jetzt links echt Drink. Ich kann trinken. Ich habe eine Wasserflasche aus Rehfell gebastelt. Und ich kann mich zweimal mit Medizin heilen. Aber wie schon gesagt, das ist unnötig. Was passiert, wenn ich das nehme? Jetzt habe ich sie nur, nu? Oh! Jetzt habe ich mir aber erschreckt, es regnet. Okay, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Man kann nie genug Federn haben.
Moment mal, mich täte mal interessieren, ob ich die Steinmauer höher machen könnte. Ob wir auf die Steinmauer quasi noch eine machen können. Ja, der Zarre, du. Boah, das wäre ja ultra. Oh, dann baue ich doch mein Fort komplett aus Stein. Ja, Mauer, wenn man so hohe Steinmauern bauen kann. Dann brauche kann ich mir das ganze Holzhacken sparen. Das war jetzt nur Interesse, aber. Also man kann mannshohe Steinmauern bauen. Ey, Alter, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben gerade. Weil die kommen nicht durch Stein durch. Auch nicht die Mutanten. Keine Chance. Ich will nämlich ein absurd großes Lager errichten. Aber bevor ich das mache. Moment mal, Pfeil und Bogen wollte ich vorher, Reh wollte ich vorher, Wasserflasche, hab alles, gut. Dann mache ich genau das. Dann baue ich jetzt ein Fort, was absurd groß ist. Da hoffe ich, dass in dem Fort dann nichts spawnt, dass es so groß ist. Aber es wäre ja damit kriegen, wenn es soweit sein sollte. Ich glaube nicht, dass in dem Fort dann was spawnen kann. Hat nur eine gewisse Größe, ne? Würde mich nicht wundern, wenn die dann innerhalb meiner Mauer dann spawnen. Aber das glaube ich nicht. Und falls doch, habe ich was gelernt. Dann fangen wir mal an. Natürlich beginne ich immer erst mit Steine sammeln. Moment mal, hier ist eine Pflanze, die ich noch nicht kenne. Was habe ich da jetzt gesammelt? Coneflower! Can be used in crafting. Gut. Die war neu. Blumen hier verwenden? Nee, leider nicht. Bäume hier stören fast ein bisschen, aber. Davon lasse ich mich eiskalt nicht abhalten. Mache ich die Mauer halt durch die Bäume. Das wird gewaltig, was ich vorhabe. Das wird ein richtig großes Ding werden. Und du bist live dabei mit Mandy. Da hinten ist das kleine Fort, da was ich da gebaut habe, gar nichts. Aber die Realisierung wird spannend.
Und dann habe ich auch genug Platz, dann kann ich auch Hochstände bauen, alles Mögliche. Aber vorher hacke ich mal die Bäume hier weg, die stürmen. Oh, ein Mutant, ein Riesen, ein Mutant. Da drin durfte er mir nichts tun. Er durfte nicht hier reinkommen. Er greift aber meine Mauer an. Wenn er meine Mauer angreift, greife ich ihn an. Lass meine Mauer in Ruhe. Oh Gott, ich verschwinde. Macht echt meine Mauer kaputt, ich fasse es ja nicht. Durfte mich jetzt aber gar nicht sehen. Reißt er echt die Mauer da jetzt ein? Alter, das ist ja ein Monster! Aber jetzt sieht er mich nicht. Laut dem Zeichen da unten bin ich versteckt. Aber ist blöd, dass man die Taste gedrückt halten muss. Menü war, glaube ich, hier. Controller-Settings. Steuerung heißt in Englisch, glaube ich, Control. Ich kann bei dieser Grafik überhaupt nichts lesen. Ist komplett verwaschen bei mir auf dem Monitor. Ich weiß, bei euch sieht es besser aus, aber hier mein Monitor sieht ganz schlimm aus. Verdammt. Ja, darum kümmere ich mich später. Hier jetzt erst einmal schlafen. Oh nein. Er greift meine Mauer an. Er greift meine Mauer an. Oh Mami. Verdammt. Nicht angreifen. Verdammt. Ich weiß nicht, wie lange das standhält. Ich hätte da A-Steine hinbauen sollen. Aber ja, ich lasse mich nicht abhalten von meinem Vorhaben. Ich zeige vorher bei mir auf dem Arm. Ich versuche mich mal zum Bett vorzutasten und zu pennen. Wie viele Pfeile habe ich noch? Vier. Ah ja, die Pfeile. Schade, wenn man sie wenigstens noch aufsammeln könnte.
Ich glaube, ich habe das jetzt wieder repariert. Müsste jetzt Harz gekostet haben. 75 steht da, habe ich noch. Da repariert. Da steht da noch 71. Also mit Harz kann man das wieder reparieren. Einwandfrei. Alles wieder gut. Da hinten ist es. Dürft ihr gar nicht durch die Steinmauer kommen. Ich drück jetzt einfach mal auf Schlafen. Null. Es müsste schon Tag sein wieder. Und das Vieh verschwunden. Hier speichern. Im Magen geht es dann immer nicht so gut. Ich habe hier noch. Buch! Das hier. Und jetzt essen wir Möwenfleisch. Habe ich überhaupt nicht vor, aber ist egal. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Damit das nicht vorkommt. C. Gut. Gucken wir mal, wie lange das braucht. Und dann gehe ich wieder Holz hacken. Die Viecher sollen ja vorne bleiben. Und essen. Zack. Und essen. Zack. Na los, Brate. Satt. Und genug Wasser hat sich im Regending zusammen. Zack. So. Jetzt kann ich mit meinen Schlitten wieder da hinten hinmachen, wo ich die Bäume brauche. Ich müsste mich dann auf die Suche nach Harz machen. Also man sieht sofort, die Mutanten greifen Holzzäune an. An Steinmauern trauen sie sich nicht ran. Das hat natürlich den Vorteil, dass man weiß, aha. Hallo Vito! Das ist korrekt, alle sind bei UFO. UFO-Charme kann sich nicht, kann sich niemand entziehen. Man braucht eigentlich gar nicht streamen, wenn UFO online ist. Aber, hab trotzdem meinen Spaß. Und immerhin habe ich einen sehr treuen Zuschauer, den lieben Dabel, der mich die ganze Zeit mit dem Handy mitverfolgt. Ich komme gut voran, ja. Ich kann dir mal mein Lager zeigen, wenn du willst. Ich habe ein gewaltiges Lager um den Rumpf des Flugzeuges gebaut. Ich habe schon erfolgreich 5 Möwen oder 6, 7 Möwen und ein Reh gejagt. Ich habe mir vorher im Bogen gebastelt. Also es läuft, es läuft, es läuft. Im Lager habe ich alles, was man braucht. Durch die Steinmauer ist bisher noch gar nichts gekommen. Die ist zwar nicht sehr hoch, aber es ist noch niemand durchgekommen. Oh Gott, Herzinfarkt. Hallo, Aidan. Jetzt habe ich leider deinen Namen nicht gelesen, aber dennoch danke fürs Verfolgen. Jo. Ich habe hier alles, was ich brauche. Hier hängt jede Menge Essen. Hier hängt jede Menge Trinken. Und im Flugzeug spawnt auch Essen und Trinken.
Also ich bin komplett versorgt. Das ist mein kleines Lager hier. Allerdings dieses Holz hier. Jetzt habe ich mich verbrannt. Das nervt. Allerdings wird das Holz von Mutanten angegriffen. Ich habe das zwar schon wieder mit Harz geheilt. Ah, hier unten sehe ich noch ein bisschen. Moment. Zack. Aber das ist nicht so stabil. Also es greifen Mutanten an, das Holz. Eingeborene haben es noch nicht angegriffen. Aber weder Eingeborene noch Mutanten kommen durch die Steinmauer. Und jetzt habe ich vor, um das Lager ein viel größeres Lager zu ziehen. Und nee, wir sind nicht alleine. Nicht ganz jedenfalls. Also jetzt habe ich vor, um dieses kleine Lager ein riesiges Lager zu ziehen. Ich habe nämlich festgestellt, das wusste ich durch UFO nicht, weil da nimmt er nie Steine, dabei ist mit Steinbauen viel leichter. Weil die liegen hier milliardenfach rum, die muss man nicht erst fällen. Ich habe herausgefunden, dass man auf die Steinmauer eine Steinmauer setzen kann und die Steinmauer quasi so hoch machen wie ein Mensch. Das heißt, mein neues Vor, was ich jetzt vorhabe, das ist ja nur erstmal eine kleine Mini-Unterkunft, das soll eine mannshohe Steinmauer haben und komplett einmal um das ganze Flugzeug drumherum gehen. Das wird sehr interessant. Ob ich es hinkriege, weiß ich nicht. Aber vorher muss ich hier hinten ein paar Bäume fällen. Die sind nämlich im Weg. Einen habe ich schon gefällt. Jetzt fälle ich den nächsten. Das muss ich tun, bevor es Nacht wird. Und ich will ein Lager bauen, dass wenn UFO morgen oder übermorgen wieder vorbeischneit, dass der aus dem Staunen nicht mehr rauskommt. Das wird so ein riesiges Ding werden. Das wird erst eine Steinmauer und dann werden noch so Dinger hingebaut, die die Steinmauer schützen, solche Spikes. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ein römischer Feldherr. Ja, das habe ich mir in der Tat von Römern abgeguckt. CC. Mauer in Mauer in Mauer wird das dann. Und dann werden die inneren Mauern abgerissen. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass diese Viecher vielleicht dann in meiner Mauer spawnen, weil die Mauer so groß ist. Das ist so was, was mir Sorgen macht. Jetzt da, stammt da hinten weg. Kein Riese. Ich habe dann Angst, dass die Mauer so groß ist, dass das schon als Landschaft gilt und die Viecher innerhalb der Mauern spawnen. Aber das werde ich ja dann herausfinden. Da weiß ich ja, ha, muss in Zukunft kleiner bauen. Deswegen übertreibe ich es im Moment auch nicht. Ich übertreibe es im Moment noch nicht und mache mein Vor nur so groß, dass das komplette Flugzeug reinpasst. Nur. In Anführungsstrichen. Und das Spiel, was du gestern gespielt hast, das war ja mega. Ich habe da mal vor 5 oder 10 Jahren was drüber gelesen. Da fand ich schon mega, aber ich hatte nie Zeit, mir das zu kaufen. Das muss ich unbedingt holen. Sowas von. So. Aber wenn ich fertig bin, habe ich die stabilste Festung, die je ein Mensch gebaut hat. Und das ist sehr klug, das in der Nähe des Flugzeugs zu bauen, weil im Flugzeug Medizin, Cola und Essen respawnt. Das heißt, dass UFO sich am Strand breit gemacht hat, war ja nicht so clever. Der hat da zwar regelmäßig Zugriff auf Schildkröten, aber das war's. Ich habe hier regelmäßig Zugriff auf Rehe und auf alles, was ich gerade genannt habe, was im Flugzeug so spawnt. Also, es war nicht dumm. Am Anfang dachte ich, na, ist vielleicht doch nicht so eine gute Entscheidung, in der Nähe vom Flugzeug da was zu machen, aber es hat sich dann herausgestellt, das war Spitzenklasse, weil im Flugzeug jede Menge Zeug spawnt. Und da haben die mir zuerst meine Treppe eingerissen, die scheiß Eingeborenen. Da habe ich erst meine Mauer gebaut und dann nochmal eine Treppe zum Flugzeug hingebaut. Aber man kommt ja nicht so einfach rein, das scheiß Flugzeug. Ist der Spawnpunkt immer dasselbe? Ja, das ist tatsächlich immer dasselbe. Das weiß ich, weil auch die Pflanzen spawnen. Die stören mich nämlich in mein Lager. Immer wieder an derselben Stelle spawnen die Pflanzen. Und im Flugzeug immer wieder auf denselben Tabletts spawnt das Steak mit Reis. Das ist immer Steak mit Reis. Im Flugzeug auf dieser Plastikschale. Ich sehe nicht einen einzelnen Stamm. Wo sind die alle hin? Hier ist einer. Wo sind die anderen hingekullert?
Ach, da hinge ne. Moment mal, C. Abladen. Abladen. Hier sind die ganzen Stämme und die sind schon wieder zur Abwechslung am Kullern. Gibt es aber keine gerade Fläche. Vorhin war es praktisch, als ich heute Nachmittag gespielt habe, sind sie alle Richtung Lava gekullert. Das war genau richtig. Ast rein, fünf Stück hat er, glaube ich, mir gerade gebracht. Manche Bäume geben nur zwei, manche drei, manche vier, manche fünf. Also ganz, ganz unterschiedlich. So. Dann kannst du doch den Spawnpunkt einkesseln und die in eine Richtung ablenken. Wie jetzt? Du meinst, auf die Viecher immer an derselben Stelle spawnen? Ne. Nicht, dass ich wüsste. Nur die Gegenstände und Pflanzen. Falls du jetzt gemeint hast, dass die Viecher immer an derselben Stelle spawnen. Ne, ne, die laufen rum. Die. Das kann sein, aber ich habe es noch nicht gemerkt. Also, das müsste ich noch genauer überprüfen. Aber das wäre mal clever. Einfach den Spawnpunkt Mauer drumherum, wo Ruhe ist. Aber wenn ich jetzt ein Lager baue, das sehr groß ist, ja, und ich merke dann die Spawn in dem Lager, dann merke ich vielleicht, welche Stelle das immer ist. Jedenfalls habe ich mir ins Lager so viele Dinger gerade zum Holz ja, jede Menge solche Dinger habe ich mir hingebaut. 7 und 5 Stück davon. Ja! Nehmen wir an, das war ja, aber jetzt für das Bohren der Viecher. Ne, keine Ahnung. Ich kriege jetzt mal Schiss. Ich sehe die nur in der Ferne und dann renne ich schon weg. Jedenfalls, wenn ich jetzt die Bäume hier weg habe, kann ich dann hier hinten meine Mauer bauen. Hier passt nicht mehr drauf, oder? Ne, scheiße. Und dann habe ich noch was für die ganz weite Zukunft vor. Wenn ich dann mein riesiges Lager gebaut habe, das komplett das Flugzeug einhüllt, dann baue ich so Hochstände und Baumhäuser. Innerhalb des Lagers, wo ihr merkt. Für den Fall, dass die Bäume hier spawnen sollten. Vielleicht ist das eine gute Strategie, die Welle immer größer zu bauen, um sichere Bereiche zu schaffen. Was meinst du denn jetzt? So wie ich es gerade schon mache, oder meinst du was anderes? Jedenfalls die Zweitmauer, die wird dann doppelt so hoch. Die Mauer meines kleinen Dingens, die habe ich jetzt vor, zu niedrig zu lassen. Weil die hat mir bisher guten Schutz geliefert. Aber da das große dann das vorerst endgültige Lager ist, wird das dann doppelt so hoch werden. E loslassen. So. Kann leider mit dem Wagen hier nicht durchfahren. Das ist ein bisschen nervig. Hochstände, natürlich. Hat ja UFO auch gebaut. Aber an einer doofen Stelle und da haben die das wieder eingerissen, da war es weg. Eigentlich mache ich das ja schon. Okay. Ja. Und
Und im kleinen Lager sichere ich erstmal das Holz. Mit dem Holz werde ich diese Spikes bauen. Das sind so Spitzen, die die Mauer schützen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber man kann sich so Schutz aus Holz bauen. Und dafür ist das ganze Holz dann gedacht. Das baue ich noch zusätzlich zur Steinmauer. Sicher, sicher. Wenn dann die Steinmauer noch mit Holzspikes geschützt ist und ich noch Harz gesammelt habe zum Holz reparieren, dürfte dann kein Mutant mehr reinkommen. Das wird eine riesige Festung. Ein UFO-Mann hat immer alles mit Holz gemacht, an so Hang. Und da sind immer diese Viecher drüber gesprungen, über die Holzzaun. Und die haben dann das Holz kaputt gemacht. Das war eine ganz schlechte Lage. Das war überhaupt nicht taktisch. Ich hingegen denke extrem taktisch. Und versuche auch die Umwelt mit einzubinden. Hier, diese ganzen Steine hier, da kommen die nicht rüber. Das war Stein, der schon da war. Oder da hinten habe ich auch einen Stein mit eingebunden, der schon da war. Oder hier habe ich einen Baum mit eingebunden, der schon da war. Also, damit ich so richtige Verbindungspunkte habe, wo die absolut nicht durch können. Umgebung nutzen und all sowas. Ich könnte jedes Mal in Tränen ausbrechen, wenn ich bei UFO zugucke und er nicht null, null, null mit Taktik handelt. Ich kenne das Spiel kaum, nur ein bisschen vom Zuschauen. Ah, okay. Macht ja nichts. Jedenfalls kann man das hier clever machen oder man kann sich richtig doof anstellen. Ah. So. Ich will UFO jetzt nicht beleidigen. Ich bin totaler Fan von ihm. Aber wenn es ums Überleben geht oder Taktik, zum Davonrennen. Na. Man kann das Spiel so drastisch taktisch nutzen, das glaubst du gar nicht. Schon allein, da hat jemand in Chat geschrieben, Steinmauern sind stabiler. Da habe ich gedacht, aha, das ist das Erste, was du baust. Und das Praktischste ist, Steine muss man nicht fällen. Die liegen tonnenweise rum, Steine. Und die spawnen wie Sau. So schnell kannst du nicht gucken, wie die Steine spawnen. Und da hast du diese Steinmauer hier 10-mal schneller gebaut, als dieselbe Mauer aus Holz. Warum dann nicht mit Stein bauen? Holzhacken dauert ewig. Holzhacken braucht Ausdauer. Holz muss man transportieren. Es ist sehr zeitintensiv und nicht stabil. Deswegen Stein, Stein und nochmal Stein. Und wenn du mir eine Weile zuguckst, dann wirst du das Spiel lieben und wahrscheinlich auch haben wollen. Also alle, die bauen mögen. Ich habe mir Sims 4 auch nur gekauft, um zu bauen. Bauen, bauen, bauen. Hörst du überhaupt noch zu? Oder rede ich mit der Wand? Ich weiß ja nicht. Manchmal hauen meine Zuschauer nämlich einfach ab, ohne was zu sagen. Dann rede ich dann eine Stunde mit der Wand. Das kommt auch schon mal ab und an vor. Habe ich jetzt schon noch Platz für meine Mauer hinten oder müssen hier noch Bäume weg? Ich würde diesen Stein mit in die Steinmauer integrieren. Oder doch nicht? Ne, ich setze die hier lang, die Mauer. Oh, den Baum noch weg. Und ich spiele wieder den Holzhacker, den Holzhacker, den Holzhacker. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Und genau das habe ich gemeint. Deswegen Steine. Da braucht man nämlich null Ausdauer. Mich ist das kein Holzhacker-Game, sondern Steinzeitspiel. Juhu! Oh, die springen weg, die Scheißbäume. Ich kriege mich nicht mehr ein. Bleib stehen. Komm weiter. Wo ist mein Schlitten? Da hingen, ne. CC? Ja. Und ich muss mich beeilen, bevor es Nacht wird. Hier wird ziemlich schnell Nacht in dem Spiel. Los. Bevor die Mutanten kommen. So. Wo ist der Baum? Ich hätte vorhin dabei sein sollen, als ich Möwen gejagt habe.
Das war ein Akt. Ein Baum noch, wa? Ich müsste jetzt hier mittlerweile problemlos langkommen mit meiner Mauer. Ja, hier ungefähr wird meine Mauer lang. Dann machen wir den Baum noch. Dann bin ich mal gespannt auf die Bäume spawnen. Oh, jetzt hat der Hunger. Das geht mir so auf den Pisser. Ich Hunger haben. Das nervt nur. Hier, trink eine Cola. Einfach nur Ausdauer haben und den scheiß Baum zu hacken. Sieht mir sowas an auf den Sack. Ist mein Chat abgestürzt? Kann nämlich auch passieren. Bäume nicht wegrollen. Brauche jeden einzelnen Stamm. CC. Und die letzten Loks. Und dann müsste der Schlitten auch schon wieder gerammelte voll sein. Dann wird es auch schon dämmern. Und wenn es dämmert, dann kommen wieder die bösen Eingeborenen, die mich aufessen wollen. Geht wieder die Action los hier. Na komm schon, zack, zack. Da es langsam dämmert, kann ich wieder das Licht einschalten. Licht einschalten. Da muss doch noch irgendwo lock rumliegen. Einen habe ich doch verpasst. Naja, das nennt man Pech. Jedenfalls ist jetzt das Heck frei und ich kann hier meine Mauer lang bauen. Eichhörnchen brauche ich nicht. Kraft hast du ja, das muss man dir lassen. Was meinst du mit Kraft? Weil ich Bäume hucke? Oder was? Und weiter geht's. Wo ist der Mord? Ist der Mord? Ist der Mord? Ich muss in meine. Jetzt haut's Rehe nicht ab. Die hauen nur ab, wenn ich sie jagen will. Aber ich habe mir schon eine Wasserflasche aus Rehfell gebaut. Also von daher, da war ich stolz vorhin. Da hätte es dabei sein müssen. Als ich endlich ein Reh erlegt habe, nachdem ich 1000 Stunden lang Federn gejagt habe, um mir Pfeile zu basteln und mir dann ein Reh. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Steine nervt. Tiere, die einem nichts tun, die können übrigens durch Mauern hindurchlaufen. Bäume und Steine schleppen, ja. Kraft habe ich. Wenn ich ja erstmal mein schönes Holzlager habe. Allein dieses Holz hier schützt mich noch zusätzlich zur Mauer. Auch da habe ich taktisch überlegt. Die können nicht so weit springen, dass sie über die Mauer und übers Holz kommen. Da habe ich mir überlegt, aha, allein durchs Holzlager kannst du quasi die Mauer verstärken. Und das mache ich hier gerade. Während ich mein Bauwerk lagere, das, was ich dann nutzen kann später, habe ich gleichzeitig so eine saudicke Mauer. Guck dich das mal an. Mit dem Lagerholz eine Mauer gebaut. Taktisch eben. So. La 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 la. Dann baue ich hier noch eins hin, da noch ein Holzding und dann habe ich eine komplette Mauer aus Holz und Steinen. Und ich kann das Holz noch nutzen. Ich glaube, das hier soll man reparieren. Und? Deswegen da dieses E. Ja, repariert, genau.
Und gleich was getrunken. So, jetzt bin ich sogar, während ich hier laufe und arbeite, bin ich geschützt vor Mutanten und Eingeborenen, weil die kommen nicht über meinen Steinmauer. Aber ich kann selber hier drüber laufen. Das geht ganz einfach bei diesen Natursteinen hier. Da kann ich leichter drüber laufen als über meine Mauer. Das heißt, ich habe mir quasi Türen geschaffen. Durch die Umgebung habe ich mir hier Türen geschafft, wo ich durchpasse. Ich kann das Spiel jedem nur empfehlen. Also wer gerne baut, wer Architekt, wer gerne Architekt ist. Ich habe mir Sims nur als Bauspiel gekauft und ich habe mir dieses Spiel nur als reines Bauspiel gekauft. Ich könnte den ganzen Tag bauen. Ich liebe das. Ich liebe das Architektentum. Ich habe ja bei Sims 4 eine Marsstation gebaut. Ich weiß ja gar nicht, ob du da schon dabei warst. Ich habe eine komplette Marsstation in Sims 4 gebaut. Und hier baue ich quasi römisches Lager, wie du schon gesagt hast. Zack, 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 zack. Ich würde ja auch hier eine Marsstation hinbauen. Aber die Optionen des Spiels sind nicht so prickelnd. Und ich kann ja nachts bauen, während die Viecher mich nicht angreifen. Das ist sehr schön. Na komm schon. Einen noch. Und bevor die Bäume hinten spawnen, ziehe ich jetzt schon mal die Grundmauer. Also das Architektentum. Ja, 4 Stück habe ich voll. Jetzt baue ich da noch so ein Ding hin. Bei Storage. Mit dem Buch kenne ich mich mittlerweile auch aus. Na, passt nicht so ernst, wa? Stücke drehen. Jetzt ist der Stein da am Weg. Kommt, Leute! Echt jetzt? Ja, so lasse ich es durchgehen. Ein Stück nach vorn. Geht schon nicht mehr. Ein Stück zurück. Mauer. Eine Mauer aus Holzlager. Feierbar. Okay. Bäume und Steine. Okay, das hat man schon. Und hier drin spawnen ja immer Sticks. Ich muss nicht mal rausgehen, um Sticks zu holen. Das spawnt alles in meinem Lager. Hier hinten spawnt auch irgendwann wieder ein Stickbaum in der Nähe von diesem Stamm hier. Jetzt gehe ich hier wieder. Ah, hier ist noch ein Stick. Moment mal, hier steht, dass ich reparieren muss. Oh! Dann haben die Steine schon angegriffen. Die haben die Steine schon angegriffen. Na, das ist nicht so schlimm. Das sagt mir aber jetzt, aha, Steine sind angreifbar. Muss ich sehr gut aufbauen bei neuen Mauerbau, dass sie mir nicht schon währenddessen... Ist ja irgendwas? Nö. Dass mir schon mitten im Bau meine Mauer abreißen. Aber so schnell fallen die nicht. Man merkt es rechtzeitig. Wenn ich merke, aha, mir geht's Harz aus, muss ich erstmal einen Tag lang nur Harz sammeln. Jetzt ist es natürlich dunkel, das kotzt gewaltig. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Na gut, bis zum Morgengrauen werden die noch nicht gespawnt sein. Das ist übrigens mal eine ruhige Nacht. Normalerweise hätten mich schon längst Viecher angegriffen. Klack. Mauer als Holzlager. Geil. Richtig geil. Was für eine Festung. Ich guck mal, wie viel Harz ich noch habe. 75? Ey, das füllt sich auf! Kann es sein, dass ich Harz immer kriege, wenn ich diese Äste zerstöre? Oder wenn ich Bäume fälle?
Das ist ja übelst nicht praktisch. Da habe ich ja immer genug Harz zum Reparieren. Oh, ein Eichhorn. Dämmert's langsam? Na, einen Baum hacke ich noch. Einen Baum hacke ich noch, dann dürfte es doch hell sein. Wenn es hell ist, dann sehe ich was und dann kann ich die Mauer hinten ziehen. Junge, dieses Dix hier immer im Weh hier. Der Eingang ist schlecht gewählt. Also den Eingang, den muss ich woanders stehen machen, wo weniger Sticks sind in Zukunft. BBNB? NNBNNHN. Aha, Dabel. Ich verstehe jedes Wort. Vito hat auch noch was geschrieben. Wenn die Steine angreifbar sind, könnte seine Strategie ins Wanken geraten. Ja, könnte. Könnte. Aber warum sprichst du von mir in der dritten Person? Das macht mich gerade wirre. das macht nichts. Ich habe Harz. Ich habe Harz. Du kannst mit Harz alles reparieren. Steine, Holz, Schildkrötenpanzer. Mit Harz kannst du alles reparieren. Kein Problem. Und da sich der Harz anscheinend automatisch füllt, ich war nämlich schon mal unter 70, jetzt habe ich schon unter 75, kein Problem. So wie die Steine angreifen, und das tun die nur, wenn ich in der Nähe bin. Wenn ich nämlich wegrenne vom Lager, dann greifen die nicht weiter meine Steine an. Das weiß ich noch von vorhin. Fehler, Tippfehler. Ah, war nur ein Tippfehler. Okay. Ein Tippfehler, der für sehr viel Verwirrung ja, du weißt schon. Mein Magen sagt Hunger. Das ist kein Problem. Ich bin mehr als versorgt. Ich weiß ja auch nicht, warum andere hier irgendwelche Probleme sehen. Zack, satt. Drei Schildkrötenpanzer reichen übrigens massig. Sogar einer würde dich regelmäßig versorgen. So oft, wie das hier regnet, reicht sogar ein einziger Schildkrötenpanzer, um dich zu versorgen. Gut, ich wollte ja noch einen Baum hacken. Bevor es wieder hell wird. Ein Reh! Verdammt, fast hätte ich sie gehabt. Ich habe schon angekratzt. Na, Rehe zu fangen ist schwer. Aber wenn mal eins zu dumm ist und festbackt, dann sofort jagen. Weil Rehfell ist sehr nützlich und Rehfleisch bringt gleich viermal Fleisch. Also Reh macht lange satt. Eichhorn macht überhaupt nicht satt. Das ist so kleines Fleisch, das kannst du nicht mal... Das kannst du nicht immer... Ich dachte, jetzt kommt schon wieder Gegner. Eichhorn, das kann man nicht mal aufhängen, das Fleisch. Das muss man braten. Vor allem ihr Schlitten. Ich glaube, in Realität würde ich mir was mit Dings bauen. Mit Rädern oder so. Weil Schlitten ist ja schwer. Ja, lass los. Was hat denn der Speer jetzt noch in der Hand? Zack. 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 Und Dabel, was du da geschrieben hast, weißt du nicht, oder? Ah, nicht gerade sehr lesbar. Vor allen Dingen, apropos Stärke, wie du, weißt du, der kann zwei Holzstämme auf die Schulter nehmen und dabei rennen. Das Spiel ist das Unrealistischste, was ich je erlebt habe, aber es ist mega cool. Es ist mega cool. Es ist ein cooles, kaum zu überbieten, aber was die mit der Grafik gemacht haben, ist die Hölle. Weil die können nicht, ja, das Spiel ist überhaupt nicht gedacht für so niedrige Grafikauflösung. Das ist richtig schlechte Bildqualität. Bei anderen Spielen, die ich in 480p spiele, die sind ja doch scharf. Und das Spiel ist total Matsch.
sehr wenig Texturen, wenn ich die Pixelzahl einstelle. Also wie ich HD mache, ist aus mit Grafik. Dann sagt mein Grafikkarte sofort nein. Aber es macht nichts, hat mir schon neue bestellt. Alles gut. Alles wird gut. Nächste Woche habe ich schnell das Internet, neue Grafik. Da habe ich ein Bild, das hat es in sich. Du hast ja eine sehr gute Bildqualität, Vito, habe ich gemerkt. Also da bin ich ja richtig beeindruckt. Auch von deinem 3D-Menü und von deinem kreisrunden Facecam. Finde ich cool. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Kannst du mir mal erklären, wie man das so rund kriegt ums Gesicht? Weil das macht mein OBS nicht. Ich kann mit OBS das Ding nicht rund machen. Baumfeld. Nicht wegrennen, nicht wegrennen. Nehmen wir die hinteren zuerst. Ach, da unten liegt auch noch einer, da hinten. CC. Maske, mit einer Maske. Warte mal. Ah, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Moment. Ah, ja. Das hat mal einer mit so einem Fernseher gemacht. Ah, ich weiß, wie das geht. Du schneidest quasi ein Loch in ein Bild, fügst das dann ein und blendest das Bild dann aus. Richtig? Mit Greenscreen oder Bluescreen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so geht das. Ein bisschen Bluescreen-Erfahrung habe ich ja schon. Hallo? Und mit 3D-Animationen habe ich keine Ahnung. Und ja, ich streame mit OBS. Ich wollte mal X-Fire. X-Fire? Heißt das X-Fire? Moment mal, jetzt muss ich mal kurz. Sekunde. Ah, falsche Einstellung. Mit X-Split. Ich wollte es mal mit X-Split machen. Aber das Menü ist sau kompliziert und für jede Scheiße wollen sie jetzt haben. Also OBS ist einfach dagegen, finde ich. UFO ist genau gegenteiliger Meinung, aber ich finde OBS sehr simpel. Und schön angenehm kostenlos. Geht nicht mehr drauf? Ja, ich weiß, dass Gronkh auch OBS macht. Das ist in aller Munde bei Streamern. Das ist in aller Munde. Aber ich habe das mit der Maske noch nicht restlos gerafft. Die muss man, glaube ich, erst einfügen und dann rausfiltern, oder? Erst einfügen und dann rausfiltern, quasi. Also so würde ich es jedenfalls machen mit der Bluescreen-Technik, so wie ich sie kenne. Ich würde eine blaue Maske nehmen, dann auf blau drücken, dann wäre das blau rausgefiltert und dann hätte ich genau einen Kreisausschnitt, transparenten, wenn man so will. Ich befasse mich da mitten ja erst seit wenigen Monaten. Ich weiß nicht, wie lange du das schon machst, aber was du da machst, sieht sehr, sehr professionell aus. Das hab ich sofort gemerkt. Ja. Jetzt ist es übrigens hell. Dann nutze ich das gleich. Lass das Holz auch schon mal da. Das kann ich auch nachts machen. Was war denn das gerade? Greift mich hier irgendwas an? Ich geh mal lieber raus aus den Büsche. Ich greift etwas an und das am Tag. Verdammt! Spring! Renn da! Heide Witzka! Dann klickst du bei Facecam rechte Maustaste, Filter und fügst eine Schwarz-Weiß-Maske als Alpha-Maske ein. Moment, ich guck mal nach. Filter? Was haben wir alles für Filter? Da gibt's tatsächlich richtig Maske.
Man kann deine Maske einfügen. Das ist richtig. Moment. Aber was du mit Schwarz-Weiß meinst, weiß ich nicht. Bitte genauer erklären. Maskeneinstellung-Menü habe ich gefunden. Hallo Vögel. Vogel. Komme ich hier natürlich nicht mehr drüber. Jetzt komme ich selber um meine Mauer nicht. Haha, ich komme über meine eigene Mauer nicht. Ich hier mal lieber speichern. Ich habe ja schon viel Mühe in das Spiel gesteckt. Und jeder gefällte Baum ist eine Speicherung wert. Oh, jetzt habe ich nur einen Zuschauer. Wer ist abgehauen? Entweder ist Pavel abgehauen, beziehungsweise David. Weil Vito glaube ich nicht, dass er abgehauen ist. Gut. Dann baue ich jetzt hier meine Steinmauer drumherum. Weil ich jetzt auch niemandem Unrecht tun möchte, falls ich jetzt falsch in den Antau abgehauen ist. Moment. Genau, um diese abgeholzten Bäume wollte ich es machen. Richtig nah an diesen Baum. Könnten nämlich selber nicht angreifen. Oh ja, das wird eine absurd lange große Mauer. Immer schön von Bäumen noch geschützt. Wollte ich den Stein nutzen? Ne, den da vorne wollte ich nutzen. Moment, gucken. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ach, ich kriege eine Krise. Nicht R drücken, nicht R drücken. Will ich nicht mein Auge hier angefangen habe. Hier vielleicht? Wie läuft denn der? Mann, ist die Steuerung eklig. Ja, machen wir einfach mal zu den Baumstamm hier. Immer schön Umgebung mitnutzen. Ich will den Baum nicht mit einkesseln. Ich mache um den Baum drumherum. Oh, dann steht er genau draußen. Ah, das ist okay. Ach, verdammt, ich habe wieder am falschen Knopf gedrückt. Oder wir machen den noch länger, noch länger, noch länger, noch länger. Bis dahin ungefähr. Ja, es geht. Und bauen den jetzt zu diesen Felsen hier. Dann ist der Baum eingekerkert. Hä? Null? Macht er nicht. Na gut, dann bauen wir erstmal hier drauf, munter drauf los. Herzinfarkt, wenn ich einen Brie gekriegt. Bin mal gespannt, ob die Mauer so lange hält. Aber es wird wirklich ein absurd großes Ding werden. Du machst dir im Bildbearbeitungsprogramm ein Bild, was schwarz-weiß ist. Weiß scheint durch.
Graustufen sind semitransparent. Du meinst, ich soll mir ein Bild machen, was grau ist? Wenn ich mir ein Bild machen soll, was schwarz-weiß ist, kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Wo das Weiß und wo das Schwarz sein muss. Aber wenn ich mir ein Bild mache, was grau ist, das kann ich mir halbwegs noch vorstellen. Wieso? Für Steinmauer muss man kein Holz fällen. Ganz einfach. Aufsammeln, hinpacken. Da liegen Milliarden Steine rum im Spiel. Kann zwar nur 6 tragen, das ist ein kleiner Nachteil, aber ich überlege mal, ob man vielleicht einen Schlitten für Steine verwenden könnte. So, Stück Mauer steht schon. Gott, ums ganze Flugzeug gehen. Das wird ein gigantisches Teil. Ich muss ja die Dings am Dach ziehen. Moment, wo ist es? Ja. Ein schwarzes Bild und in der Mitte ein weißer Kreis. Dort scheint später die Facecam durch. Dieses Bild als Maske laden. Ich hab's, glaube ich, verstanden. Hm. Wenn ich dann das Bild als Maske eingebe, macht er dann das Schwarz raus quasi. Okay. Okay. Man hat dann quasi einen schwarzen Kreis um sich drum, ne? Einen kleinen schwarzen Kreis. Und das Weiß filtert er automatisch raus, weil es wurde dann als Maskenelement eingegeben und da ist das schon so gedacht, dass das dann rausgefiltert wird. Ich hoffe, ich liege richtig. Wenn nicht, learning by doing. Spätestens wenn ich es anwende, check ich es meistens. Das wird wirklich gigantisch. Das wird ein gigantisches Ding. Wenn das fertig ist. Jetzt prüfe ich... Oh, Moment, hier ist eine wertvolle Pflanze. Jetzt prüfe ich, essen. Ich muss essen. Oh Gott.
Jetzt prüfe ich, ob wir den Schlitten auch für Steine verwenden können. Du kannst damit Objekte easy einfügen, die nicht rechteckig sind. Verstehe. Ich kann es mir vorstellen. Maske kriege ich hier mit Bildbearbeitungsprogramm. Da benutze ich übrigens immer GIMP. Ich weiß nicht, kennst du mit GIMP aus? Ich liebe GIMP. Jetzt C macht er nicht, wa? Steine. Oh, ich habe gerade keine. Ha, hab ich alle verbaut. Oh, hier, kaputt. Verdammt. Haben sie angegriffen. Oh, hier, kaputt. Haben sie auch angegriffen. Ja, überall das Holz angegriffen. Die Schweine. Wie eine Karnevalsmaske, okay. Oh ja, man kann Steine drauflegen. Oh mega, man kann den Schlitten für Steine verwenden. Ha, warum macht das UFO alles nicht? Das ist so simpel. Feuerbar. Mal spannend, wie viele ich da drauf kriege. Ich schau mal, was noch so los ist. Bis später. Ja, alles klar, kein Problem. Bis später dann. Lohnt sich hier alle paar Stunden mal reinzuschauen, zu gucken, wie weit ich bin. Es lohnt sich nicht, die ganze Zeit dabei zu bleiben. Ist dann langweilig. Nur wie viele Steine passen auf das Ding drauf? Das war's. Mehr war's nicht drauf. Ah, verstehe. Das ist dann doch begrenzt. Thank you.
Ich hab doch noch. Junge, da liegen so viele Steine. Pack doch mal diesen einen Stein da oben rein. Liegen überall Steine. Ist fast schneller, wenn man rennt. Brauchen wir ja nicht erst jedes Mal. Diesen Schlitten aus Strom machen. Obwohl, wenn sie ganz weit weg sind, dann lohnt sich das auch mit dem Schlitten. Oh, jetzt zieht langsam ein Sturm auf in dem Spiel. Bei gewissen Distanz lohnt sich dann der Schlitten wieder. Na toll, jetzt erstmal den Schlitten finden. Aufpassen, dass ich den nicht aus den Augen verliere. Dann sammle ich tonnenweise Steine und dann verliere ich den Schlitten aus den Augen. Das wäre nicht so gut. Das ist natürlich gewagt, zwischen den Bäumen hier rumzurennen. Kann sich dadurch auch verstecken. Ah, doch, der Baumodus hat was. Schlitten jetzt hin. Ah, glänzt. Ich kann Schlitten nicht über 10, er glänzt. Ich habe ja riesige Lust zu bauen. Ich werde jetzt vielleicht doch schon mal eine kleine Essenspause einlegen. Sind ja schon wieder Steine gespawnt, das ist sehr gut. Weg damit! Jetzt haben wir ordentlich Steine. Gott sei Dank war es nur ein Reh.
Gesteine spawnen so verdammt schnell. Brauchen wir echt keine großen, weiten Reisen machen. Auch Pflanzen spawnen verdammt schnell. Nimmt langsam Formen an. Ein bisschen langweilig, zeitweilig, aber nicht so schlimm. Das Ergebnis war toll. Ich möchte doch schon mal ein Stück laufen. Lohnt sich fast schon wieder mit dem Schlitten loszuziehen. Auch nur fast. Schon wieder Steine. Leute, jetzt sind hier schon wieder überall Steine. Fehlt ein Stein. Geil. Hübsch und schick und hübsch und schick und hübsch und schick und schick und hübsch. Ach ja. Ich bin 2:11, 2:11 haben wir's. Das Stück Mauer baue ich noch. Dann hole ich mir was zu essen. Quatsch. Stein noch verbauen. So, die Mauer habe ich ja da hinten tatsächlich fertig. Ich fasse es ja nicht. Ich fasse es nicht, dass ich diese ganze Mauer fertig habe.
Ein Monster des von Mauer. Gut, jetzt werde ich auch schon mal eine Pause einlegen. Wie lange streame ich denn eigentlich schon? 2 Stunden 15. Du, David, falls du der einen Zuschauer noch bist, ich hau nicht ab. Ich werde den Stream jetzt zwar beenden, aber auch in einer Viertelstunde wieder starten. Also ich bin nicht ganz weg. Ich bin in einer Viertelstunde wieder da. Ich werde das Spiel nur pausieren. In einer Viertelstunde startet der Stream neu. Ich sag mal bis gleich. Ich werde den Stream nur ganz kurz. In einer Viertelstunde startet der Stream neu. Genau.